Ja, Mensch, willkommen zurück bei Let's Play Empire Total War. Und zwar im Part, keine Ahnung, 39 oder 40, bin mir gerade nicht sicher. Egal, ist ja auch wurscht. Wir wollten uns weiter darauf konzentrieren, unsere Flotten gen was auch immer zu schicken, gen Indien. Auf jeden Fall, soweit ich weiß. Und wir wollten einen Trupp zusammenstellen, der sich damit beschäftigt oder beschäftigen soll, hier mal Rom auf den Mund zu hauen. Denn Rom hat eigentlich nichts mehr, was uns daran hindern könnte, das Land einzunehmen. Die haben ein paar Kanonen, ein paar Reiter und ein paar Linieninfanteristen, aber die russischen Soldaten sind deutlich erhabener als diese, wie kann man sie nennen, doofen Säcke. Also nennen wir sie jetzt ab sofort, das sind doofe Säcke. Dementsprechend wollen wir mal schreiten und den doofen Säcken aufs Maul hauen. Ja, in Moskau und in der Ukraine sind jetzt gerade wieder die Wahlen aktiv. Wisst, nee, sind gerade die wunderbaren Militärakademien unterwegs. Zumindest werden sie ausgebaut dort. Technischer Fortschritt. Trockenlegung mit Dampfmaschinen. Oh yeah. Hier wurde das erforscht. Immerhin. Unfassbar. Neuer Hafen entsteht. In Odessa. Noch ein kleiner Hafen hier. Ist das putzig? Odessa gehört mit hier zu Krim. Demnach kann man hier eigentlich ja, noch einen Handelshafen bauen. Eigentlich, da kriegt man auch Geld. Kann zwar keine guten Schiffe bauen, aber ist immerhin besser als so einer. Weil der Provinzwachstum ist natürlich auch ganz gut. Dann kriegen wir mehr Steuern. Bauen wir mal einen Handels, den Fischerhafen, pardon. Und dann schauen wir da mal, was man da alles so schaukeln kann. Und 9.100 haben wir jetzt hier auf der nächsten Rundenbank sozusagen. Oh, immer weiterfahren, immer munter weiter. Und jetzt werde ich mal hier anfangen auszubilden. Das kann ja so nicht weitergehen. Ja. Die Artillerieschulen sind bald fertig hier. Hier kann man sogar schon berittene Artillerie bauen. Das ist ganz gut, weil berittene Artillerie kann man ja wenigstens auf dem Schlachtfeld hin und her bewegen. Das wäre sonst ein bisschen doof, wenn die das nicht könnten. Grenadiere werfen Granaten. Das ist auch was man natürlich nicht vernachlässigen sollte. Benachlässigen, bin ich dumm oder was? Die Husaren, leichte Kavallerie bringt auch nicht so viel. Ey. Die Moral ist ganz gut. Ist natürlich ein bisschen günstiger. Bei Husaren handelt es sich um leichte Kavallerie, die als Plänkler und Vorhut großer Armeen eingesetzt wird. Und Regiment zu Pferde. Bei dieser Kavallerie handelt es sich um Sturmtruppen, die sich mit voller Wucht in die Schlachtgetümmel stürzen und den Feind fürchterliche Schläge mit ihren geraden Schwertern versetzen sollen. Bauen wir Husaren. Husaren klingen immer toll. Husaren sagen Hurra. Und ich glaube, wir werden gleich so viel Geld verlieren, dass es gar nicht mehr feiert. Ach du meine Güte, sind hier viele Leute, die man ausbilden kann. Handmörser-Kompanie. Was bringt das denn? Handmörser kann eingesetzt werden, um eine Granate auf ein Ziel zu feuern, das sich außerhalb der normalen Wurf Reichweite befindet. Die Anzahl Gegenstände, die wir besitzen können, ist begrenzt. Momentan haben sie 0 von 6. Also Handmörser kann man nur begrenzt ausbilden. Natürlich nicht so schön. Hier bauen wir mal berittene Bogenschützen. Ist immer ganz gut. So ein Rückgrat der Infanterie brauchen wir natürlich auch. Und da bauen wir nochmal eine Handmörser-Kompanie. Die können wir auch, glaube ich, in Moskau bauen, weil dann nicht mehr so schlimm. Und hier können wir auch Kosaken. Den Kosakenzipfel. Wer kennt die nicht?
Die Kosaken, das ist leichte Kavallerie, Kosaken, freies Kriegs Kriegerfolg, gute Reiter und schreckliche Feinde. Sie kommen aus Steppen Russlands und Asiens. Nehmen wir mal nochmal ein paar Kosaken dabei, an der Hand. Dann bauen wir hier nochmal eine Brick, damit wir die alle transportieren können. Ja, wirklich weit können wir damit, aber nicht mit einer Brick. Dementsprechend passt das schon. Großgrundbesitz wurde gebaut. Hier geht das weiter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ach, wie prächtig. Ich habe gleich eine riesige Armee. So dürfte sich damals der ein oder andere große Herrscher gefühlt haben, wie wenn nach 2 Jahren Ausbildung oder sonst einiger Monate, Jahre langer Ausbildung oder sowas, eine Armee dann endlich fertig war. Angriff auf Verbündeten. Schweden greift Preußen an und wir werden uns natürlich auf Seite des Verbündeten dazustellen. Tut mir leid. Wobei, wenn wir das verbünden, wenn wir das, dann wird aber Schweden uns wahrscheinlich auch noch angreifen. Demnach müssen wir uns jetzt auch noch darauf konzentrieren, dass wir nicht von Schweden überrannt werden. Oder wir können uns auch noch Schweden hin ausbauen. Das ist natürlich sehr schön, dass Schweden uns diese Vorlage gibt, diese Steilvorlage. Jetzt haben wir auch noch 5.200, die wir ausgeben pro Runde jetzt hier. Technologiefortschritt, alles Mögliche wurde gerade erforscht. Nächste erforschte Technologie, ja, wunderbar. Baubericht, ordentlich was wurde gebaut. Rekrutierungsbericht, unfassbar viel. Eine riesige Armee steht bald bereit. Und dann könnten wir tatsächlich, wenn man das so nimmt, mit denen da oben mal so ein bisschen Rangeleien machen. Oh, hätte was eigentlich. Aber naja, muss es ja nicht übertreiben. Nun gut, wir können unsere Armee, die wir hier ausgehoben haben, das waren die paar hier. Warte mal, haben wir nicht mehr ausgebildet? Nein, haben wir nicht. Wundert mich ein bisschen, aber egal. Dann schicken wir die Russen mal an die Front. Wir sehen ja sonst nicht hin, aber egal. Hier ist die Armee bestehend aus Kosaken, die hatte ich ausgebildet und bestimmt dreimal Linieninfanterie oder zweimal, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Jedenfalls aus Linieninfanterie. Hier geht es Moskau noch ganz gut, dann bilden wir da nochmal eine ja, Linieninfanterie aus. Geht das schon? Die Armeen können auf jeden Fall zusammengesetzt werden und hier in Rumelien wurde gerade was ausgebildet. Zwar eine schöne Armee, da kann man noch mit leben. Und hier schicken wir dann mal schön nach Griechenland. Und dann, ja, haben wir auch eine schöne, fette Sache hier am Laufen. Linienschiff 4. Klasse. Wollen wir wirklich so ein Bollwerk bauen? Bollwerk bauen. Ah, Fregatte 6. Klasse ist natürlich auch nicht schlecht, aber 5. Klasse ist natürlich noch besser, aber so ein Flaggschiff, ein Linienschiff, pardon, hat natürlich eine unfassbare Rumpfstärke. Das ist ja wirklich fantastisch, sozusagen. Feuern und Vorrücken. Wow. Ermöglicht das Feuern und Vorrücken für Linieninfanterie. Ihr erforscht mal das. Ach du meine Güte, braucht ihr dafür lange? Wir brauchen Marinerat. Russlands Hauptstadt Moskau kann doch so einen bauen. Ja, Marinerat wird gebaut. Und dann heben wir noch mal ein bisschen was aus, was wir hier kennen. Schweden ziehen können, falls sie uns angreifen sollten. Denn das wäre natürlich nicht schön, wenn die das machen würden. Husaren oder Kosaken.
Wo waren wir denn, die Korsaren? Im Fernkampfangriff. Interessant. Nein, nicht so viele Grenadiere. Brauchen wir doch nicht. Wir brauchen Linieninfanterie und vielleicht ein paar Nahkämpfer. Brauchen wir wirklich Nahkämpfer noch in diesem Jahrhundert? Wir haben noch gute Nahkämpfer. Na, okay, brauchen wir so eine Nahkampfarmee. Das passt schon. Hier haben wir. Was haben wir jetzt gebaut? Nix. Okay, dann brauchen wir nochmal eine Fregatte 6. Klasse. Oh. Ein Admiral. Was hat der für eine Truppe? Admiralsfeld. Ah, okay, das ist das. So, dann bauen wir nochmal eine Fregatte 5. Klasse. Dann kommen wir auch zurecht. Und unsere Flotte hier hinten ist ja auch fast da angekommen, wo sie hin soll. Es dauert jetzt, glaube ich, eine Runde, bis die da sind. Weil ich das weiß, und dann kann das da aber losgehen mit dem Handel. Dann sei euch da aber. Gehen wir nochmal eine Runde weiter und schauen, was der Tag so bringt. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Respekt langsam vor den ganzen Geschehnissen hier. Das wird mir langsam zu viel. Da will man Rom angreifen und dann kommt Schweden und sagt einfach hier Preußen. Nee, ist nicht. Und dann müssen wir leider Schweden in Krieg. Oh mein Gott, haben die... Aber Preußen dürfte da einiges gegen Schweden ausrichten können. Weil Schweden ist ja nicht gerade das Größte da. Da passiert auf jeden Fall einiges, was einiges. Davor muss man auf jeden Fall noch Respekt haben. Geisteswissenschaftlicher Fortschritt. Hier geht es der ganzen Bevölkerung gut. Denn dort ist ja auch einiges entstanden. Ja, könnt ihr nicht das erforschen, wenn... Da habe ich fast gar nichts mehr zum Ausweichen, was die anderen erforschen sollen. Das ist ja höchst witzig. Neuartiges Bajonett. Sturmangriff für Einheiten mit Bajonett. Nationales Prestige wird gestärkt. Ihr baut hier die Rautenformation. Hier setzt sie keine Formation. Also, Heeresleitung. Unten eine Heeresakademie. Ach du meine Güte, das sind ja unfassbare Einheiten hier. Siopi. Garde, Kavallerie. Garde. Republikanische Garde. Oha. Koloniale Linieninfanterie. Da werden ja Möglichkeiten wach, die da aber ordentlich was erreichen könnten, letztendlich in ganz Russland. Aber da müssen wir auch erstmal hinkommen. Jedenfalls dauert es noch, bis meine Armee da ist, wo sie hin soll. Wir brauchen nochmal hier eine Handmörser-Einheit. Dann ist das auch ungefähr so gedeckt von der Zeit, bis die dort sind. Optimierter Nachschub. Wann wird denn der erforscht werden können? Ach doch mal, das dauert noch ein bisschen. Ich schaffe erhalten. Baubericht. Ordentlich wurde was gebaut. Flotte kommt an. Jawohl. Boah, wenn das Schwedens... Ein Handelsposten haben wir erreicht. Wenn da Schwedens Handelsrouten sind, dann ist es natürlich nicht so, dass ich davor riesige Angst hätte. Weil Schweden, naja, sind mit uns im Krieg. Also Spanien hat eindeutig sehr viel erobert. Das muss man durchaus den Spaniern lassen. Die haben da ordentlich was eingenommen.
Besonders hier im Mittelmeerraum ist ja einiges schon von denen eingenommen worden. Was? Brüssel ist eingenommen. Von den Spaniern. Frankreich kriegt immer mehr Druck ab. Hat, glaube ich, jetzt nur noch 3, 4 Städte oder so. Auf jeden Fall nicht mehr so viel. Gut. Lassen wir es dabei. Wahrscheinlich ist das so, wie es sonst auch immer ist. Ich will nach Rom. Komm dort an und dann ist die Stadt gerade weg. Ah, und dann waren alle Mühen und Kosten und der ganze Zeitaufwand letztendlich umsonst. Aber mal schauen. Vielleicht ist dem dieses Mal nicht so. Oder erst recht so. Man weiß es ja nicht. Was? Wen greift meine Flotte an? Feindliche Streitkräfte. Aber Speichermittel. So als Let's Play 62. Ne, Seeschlacht werde ich jetzt garantiert nicht mehr machen. Ich ziehe mich mal zurück. Oh, kommt, Jungs. Ohne Niederlage hätte ich nie mit gerechnet. Und jetzt ist meine Flotte auch weg. Ja, geil. Eine Runde da, noch nicht mal eine Runde. Und dann ist sie schon wieder weg. Ist das nicht wunderbar? Ich liebe dieses ganze System hier. Alles nur wegen Preußen. Warum ist dir Preußen auch Schweden da anpissen? Und da muss das so geschehen. Ich hatte aber auch keinen Bock, unbedingt das Bündnis zu brechen, denn dann wäre auch wahrscheinlich hier Spanien und Frankreich und alle möglichen. Der Weg ist versperrt. Wo ist der Weg versperrt? Ist er doch gar nicht. Was redest du? Ja, ist aber alles auf Schiff, bitte. Smyrna, okay. Sei hart. Die hart. Italienische Staaten. Naja, okay. Wenn sie meinen, wenn sie meinen. Dort rekrutieren wir mal einen General. General. Der soll jetzt unsere Streitmacht führen. Schweden soll meinen Zorn spüren. Dafür, dass sie meine schöne Flotte versenkt haben. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Jedenfalls momentan nicht. Unfassbar viele Gelder werden jetzt verschwendet von mir. Um vielleicht ein bisschen was hier mehr gerade zu richten. Befestigte Artillerie würde ich ungern haben. Aber wir haben ja hier keine gescheite Artilleriefabrik. Großes Arsenal. Infrastruktur. Irgendwo konnte die Infrastruktur doch rein. Ja, da oben. Gut, gefunden. Weiter geht's. Keine Zeit verlieren. Ich glaube aber, der Part ist zu Ende. Also sobald die Runde zu Ende ist, würde ich sagen, der Part ist zu Ende. Aber noch ist die Runde nicht zu Ende. Also kann ich nicht sagen, der Part ist zu Ende. Dementsprechend ist der Part noch nicht zu Ende. Weil das alles noch nicht zu Ende ist hier. Schweden bekommt meinen großen anerkennenden Hass. Ja, Russland versucht gegen das Bein zu pinkeln, wird den Zorn Russlands spüren mit all seinen Wintern
und noch stärkeren Wintern. So, eine Kleinigkeit will ich noch machen. Das war meine Armee zum Hafen bringen. So, das ist die Armee, die wir haben. Sieht ja ziemlich gut aus, zumindest. Jedenfalls denke ich kaum, dass das großartig aufgehalten werden würde oder dürfte. Aber das werden wir im nächsten Part machen. Bis dahin würde ich sagen, viel Spaß und ciao.